Wir sind am Ende unseres Aufenthaltes hier auf der Tiny House Baustelle in unserem Tiny House. Es war sehr intensiv und bevor wir abreisen, möchten wir euch noch eine kleine Tour geben, was sich hier im Innenraum unseres Tiny Houses verändert hat. Ich befinde mich gerade in der Küche und was wahrscheinlich als erstes auffällt für diejenigen, die uns schon länger folgen, ist, dass wir hier mittlerweile die Wände gezogen haben und nicht nur das, sondern wir haben auch die Steckdosen alle vorbereitet. Wir haben ja hier quasi einen Hohlraum hinter dieser Pappelsperrholzplatte. Die sind 6 mm stark und dahinter haben wir eben mit Paulownia, also 18 mm Verstärkungen gearbeitet, also Bretter, die es uns ermöglichen, hier besonders oft die Steckdose eben auch zu benutzen. Das gleiche haben wir auch mit dem Licht natürlich. Das haben wir hier auch alles vorbereitet. Hier in diesem Bereich seht ihr einmal ein Loch und einmal ein Panel. Dieser Bereich hier, das ist quasi der Computer für unsere dezentrale Wohnraumlüftung. Und die wird hier hinkommen. Also zumindest das erste Loch wird dort gebohrt. Darüber ist dann die Steckdose für unsere Außenbeleuchtung. Und dieses Loch hier, da war mal die ALDE bzw. das ALDE-Kontrollsystem. Das haben wir jetzt verbannt in das Badezimmer, weil dort haben wir auch die ALDE. Wir dachten, unser Datenkabel reicht aus, reichte es aber nicht. Wir sind jetzt im Wohnzimmer. Wir sind schon jetzt sehr stolz auf diesen Bereich, weil wir natürlich lange überlegt haben, wie können wir unsere Heizungskonvektoren schön verstecken. Das Wichtige bei denen ist ja, dass sie unten Luft ziehen können und die oben dann auch wieder rausgepustet werden kann. Die Zuluft, diese Schlitze, haben wir jetzt schon auf der einen Seite fertig, die andere Seite kommt noch. Hier oben haben wir uns entschieden, eine Art Ablage zu installieren, damit wir eben nicht die komplette Wand schließen müssen, denn wir wollen gerade, wenn man ins Haus kommt, dass man noch das Gefühl der Tiefe, der Weite behält. So ähnlich wird es aussehen. Ihr seht, es ist noch nicht alles bündig, aber das wird es irgendwann sein. Und in dem Bereich machen wir dann noch Lüftungsschlitze rein. Ich weiß nicht, ob wir das über ein einzelnes Panel machen werden, welches wir einfach einsetzen. Aber 50% müssen hier oben auf jeden Fall geöffnet sein, dass die Warmluft dann auch heraustreten kann in den Raum. Wichtig war uns aber auch, dass wir vor allem die Stromkabel und die Wasserleitungen und alles in einem Guss verdecken, weil ja hier doch einiges entlangläuft, auch sehr viele Stromkabel, die, wie wir nicht wussten, sehr, sehr viel Gewicht mitbringen. Und das haben wir wirklich, ich glaube, ganz gut gelöst, einfach durch diese Wand, die wir vorsetzen. Und unten sieht man auch noch eine große Lücke, dadurch, dass wir ja noch bei uns dann zu Hause eine Fußbodenheizung und dann entsprechend den finalen Fußboden verlegen. Das sind dann nochmal 3 cm, daher der Schlitz. Auf der Seite hier, wo dann auch später das Sofa stehen wird, haben wir die ähnliche Situation. Das wird noch alles zugeschnitten, war jetzt aber nicht relevant für die Installation. Die offenstehenden Kanten von den Leisekorbplatten, die kann man auch mit Bügelkanten verschließen. Da sind wir noch nicht im Thema drin. Das wird dann unsere Aufgabe wieder zu Hause sein. Was uns gut gefallen hat, ist, dass wir diese Steckdose hier im Wohnzimmerbereich beim Sofa hinter dem Balken und von oben zugänglich gestaltet haben. Jetzt sind wir im Badezimmer und hier hat sich einiges getan. Ich finde, das ist so der Raum, wo man am ehesten sieht, welchen Fortschritt wir hier erreicht haben. Wir haben alle Wände befestigt. Man sieht das auch gleich, der Raum ist etwas kleiner geworden zuerst. Er steht hier etwas mehr hervor. Also hier gerade auch haben wir Abstandshalter, die es uns auch wiederum ermöglichen oder ermöglicht haben, die Leitungen alle zu verstecken. Hier ist sie, die Trobolo. Also optisch ist die der Hammer. Es sieht auch so ein bisschen aus wie ein Spülkasten hier oben. Wir haben uns entschieden, dass wir diese Tiefe des Ständerwerks auch nutzen möchten für Stauraum, beziehungsweise zumindest dafür, dass man hier auch noch was raufstellen kann oder diesen Bereich nutzt. Wir fanden einfach, das sieht unfassbar schön und clean aus. Das wird hier noch befestigt, deshalb steht das noch ein bisschen ab. Wir haben hier dann noch den Heizungshandtuchhalter. Der kommt hier hin, der wird hier befestigt. Wir haben im oberen und im unteren Bereich Verstärkungen gesetzt, sodass wir einmal diesen Handtuchhalter dann auch wunderbar ranhängen können, als auch einen Spiegel hier oder einen Spiegelschrank. Das müssen wir uns dann noch überlegen. Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass hier ja noch ein Schrank hinkommen sollte. Erst haben wir gedacht, auch hier die Tiefe zu nutzen. Hier sind ja 2 Steckdosen plus die Steckdose auf der Rückseite hier im Wohnzimmer. Die kommt ja auch von hier aus. Und da unten dann noch die Voltronic, die uns ermöglicht, den Füllstand unseres Abwassertanks zu sehen. Dann haben wir uns also umentschieden, wir machen die Wand, konnten somit auch alles installieren. Es ist alles fertig installiert und bauen jetzt da noch einen kleinen Schrank, der, weiß ich nicht, ob
25 oder 30 cm rauskommt. Die Dusche haben wir mal reingestellt, die Duschtasse. Die Decke werden wir ja hier noch abhängen mit Plexiglas und darüber werden ja dann LED-Stripes installiert. Das heißt, man hat hier überall indirektes Licht. Wir haben ja ein Video zu unserer Heizung gedreht und das hier ist unser Control-Panel oder unser Control-Display, welches ja eigentlich in die Küche sollte. Jetzt ist es hier, da ja hier auch die alte Heizung ist. Das Kabel, wie gesagt, das Datenkabel reichte nicht aus von der Länge. Hier haben wir dann auch nochmal ein Panel für den Ablüfter. Hier ist nämlich dann auch noch ein Sensor integriert, der die Luftfeuchtigkeit misst. Es gibt in unserem Waschmaschinenschrank noch eine kleine Ergänzung. Und zwar wurden wir nach unserem Video in der vergangenen Woche darauf hingewiesen, dass es doch großartig wäre, auch im Außenbereich einen Wasserhahn zu integrieren, um die Blumen zu gießen oder um draußen mal die Gummistiefel abzuspritzen. Wir hatten das auch von vornherein eigentlich so geplant, aber irgendwie vergessen umzusetzen. Irgendwie wusste das unser Installateur auch, aber im Laufe des Projekts ist es einfach untergegangen und wir sind so dankbar, dass wir darauf hingewiesen wurden. Der Wasserhahn sitzt jetzt wieder eins, es wurde einfach noch ergänzt, war gar nicht so aufwendig. Und jetzt können wir auch in Zukunft von außen Wasser entnehmen. Wir sind im vorletzten Zimmer angekommen. Und auch hier seht ihr schon unseren Sicherungskasten. Unser Elektriker muss noch einen Tag kommen, aber dann sind wir wirklich durch. Auch hier unten seht ihr nochmal den Kasten, der schon zur Vorbereitung für unsere Wechselrichter und auch künftig dann die PV-Anlage sein wird, damit wir nicht später, ob in einem Jahr oder zwei, die Wände nochmal aufreißen müssen. Das ist alles also soweit vorbereitet. Und auch hier haben wir die Wände schon verkleidet. An der Stelle kann man ganz gut sehen, dass wir auch hier wieder in die Tiefe arbeiten wollen, also nicht alles komplett schließen. Gerade in diesem Minizimmer mit 3,8 Quadratmetern wollten wir die Weite beibehalten. Auf dem Boden seht ihr wieder eine große Lücke, wo alle Kabel noch verlaufen. Das wird dann, nachdem die Fußbodenheizung installiert wurde, mit einer, ich schätze mal, Berliner Leiste verdeckt, damit auch alles geschlossen ist. Wir sind jetzt in unserem Schlafloft und haben auch hier für den Lüfter schon mal eine Wand vorbereitet. In diesem Fall haben wir die Pappelsperrholzwand aber nicht vor dem Balken gesetzt, sondern wollten den Look von dem Ständerwerk beibehalten. Ich meine, dass wir letzte Woche erwähnt haben, dass wir einen Urintank benötigen für unsere Trockentrenntoilette. Oder wir das wollten, ja. Ja, also nachträglich. Und dieser wurde jetzt auch installiert und das sieht wirklich richtig gut aus, finden wir. Wir versuchen gleich mal mit unserer GoPro und einem Rollwägelchen unter unserem Haus entlang zu fahren, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Was wir total cool gelungen fanden, auch dank an der Stelle an unseren Installateur. Wir werden nämlich den Ablasshahn oder haben unseren Ablasshahn von dem Urintank als auch dem Nutzwassertank getrennt, haben aber trotzdem die Möglichkeit, dies zusammenzuführen, wenn wir in der ersten Zeit einfach fix am Abwasser angeschlossen sein möchten. Ja, über ein Y-Stück, ne? Genau, über ein Y-Stück, immer mit einem einzelnen Kugelhahn und somit können wir entscheiden, soll am Ende alles in ein Rohr zusammenlaufen oder möchten wir das Wasser vom Nutzwassertank als auch vom Urintank separat entnehmen oder das ein oder andere aufbereiten. Wir sind also jetzt bei, ich würde sagen, 90% der Installation angekommen. Ach so, Installation. Installation, nicht, das, wir sind noch lange nicht fertig mit diesem Haus. Und ich würde sagen, bei 65-60% mit diesem Haus allgemein. Also wir sind sehr zufrieden. Es fühlt sich auch so schön an, weil jetzt geht's halt los mit dem Design. Jetzt können wir wieder unseren Gedanken freien Lauf lassen, sitzen hier mit unserem Käffchen und überlegen, welchen Bereich könnte man schließen, welchen könnte man offen lassen, wo könnte man welches Regal integrieren. Ja, also es macht irgendwie total Spaß und wir freuen uns jetzt schon, wenn es dann auch bei uns zu Hause dann weitergeht mit dem Haus. Und auch wenn es immer noch eine lange Reise ist, ja, macht es riesig Spaß. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit auf dieser Reise und hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Hinterlasst uns gerne genau den da und ein Abo, da würden wir uns sehr drüber freuen. Und wir sehen uns in einer Woche. Tschüss. Tschüss. Oh Gott, sieht das nicht grausam aus? Nee, was soll ich denn machen? Okay. Guck mal, wie ich hier sitze. Passt? Naja, ich habe Höhenangst. Sehe ich gut aus? Du siehst toll aus. Krass, dass der hier arbeiten konnte. Das ist ein krasser Typ.